Ja, läuft bei denen. Schon wieder voll die Karre? Schon wieder 40%, ey. Oh, das dauert ja ewig, bis du mal ein Fuder drin hast. Na, wie viel hast du davon jetzt abgegibt? Ja, 49, 50, weiß ich gar nicht. Wie geht denn da rein in den Apparat hier? Keine Ahnung. Das Ding war nämlich voll. Den Apparello. 50.000 gehen rein. Also bis nach 50.000 liegen. Nur Rüben rein oder geht auch was anderes auch rein? Da muss ich noch mal eben im Shop gucken. Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffeln, wa? Mal viel zu viel Güllefässer, was das eigentlich überhaupt alles hier, Alter. Und ein Haufen LKWs. Also bei Christian noch mal. Ja, der ist im Shop. Was sind denn das für Krüger-Dinger denn hier? Sind das die, um diese Aufbauten aufzunehmen? Was machst du denn? Keine Ahnung, was du meinst. Ja, Haufen? Und das von Money. Das jetzt fährst du mich hier bald platt. Ja, dann machen wir Platz. Alter, wie viel Cargos-Ladewagen haben wir denn? Mach ich auf Platz. Cargos sind ja verschiedene Größen. Junge. Ballentechnik, da geht auch einiges. Guck mal bei Kategorien Traktoren rein. Ja, da geht auch einiges. Geht einiges. Am besten haben wir noch der MF. Nein. MF zieh ich den Flug lieber selber. Aber Hauptsache erstmal 38 verschiedene Varios hier drinne. Und alle in der Forst- und Agrarversion Rückel. Ja, okay. Nicht ganz. Also das ist immer normal. Normal mit Frontlader. Und bei dreien ist noch normal mit Rückel und Frontlader mit Rückel. Junge. 38.000 Mähdrescher hier. Ey. Da haben wir das DLC gar nicht aktiviert? Ne, das ist ja vorne dann. Einmal. Nein, aber wirklich nur einmal mit Profis, ne Gudi? Ja. Aber dieser Spruch, der seitdem der hier einmal gefallen ist, kommt der immer und immer wieder. Der ist schon vor... Ach scheiße, der ist doch schon zu Benz Zeiten gefallen, der Spruch. Das ist doch schon... Keine Ahnung. Der ist doch schon 3 Jahre alt mittlerweile. Ich bin ja so lange noch nicht dabei. Ja, ich war ja damals mit Ben und Markus zusammen, wie Ben das LU noch hatte. Mhm. Ja, nicht ganz, aber Ende 2013. Und wie soll in den Dreh rum? Ey, 20 Kilometer schon fest, hat er runter. Der Staubsauger. Das ist die Anzeige ja. Rechts, ne? Mhm. Der hält schon 684 runter. Der hat schon was getan für sein Geld, der Klaas. Ja klar. Zumindest wie ich den treibe. Ja, wenn der New Holland auch nicht läuft, ne? Ja, der steht unter dort unter dem Dach wieder. Wenn wir jetzt nicht auch. Macht der MF einen Fehler auf dem Server? Nein. Ja. Zehntausende. Check mal, der macht immer gute Sachen. Ja, mittlerweile machen die echt geile Sachen. Nur ihre scheiß Beleuchtungsskript. Was hast du dagegen? Ja, was hast du dagegen? Es geht nicht mit dem Licht da drin. Das sind die ganzen Maschinen von denen. Der hat da leider nichts gegen. Das hat er da schon eingesetzt. Sowas kriegen wir auf der Arbeit zu hören. Da geht es denn beim Harvester? Und außerdem funktioniert er bei dem manuell allerdings nicht bei den Trackern. Und wegen dem Lichtskript. Vermutlich. Hast du ein manuelles Dings? Die manuelle Zündung. Im Singleplayer, ja. Ja, aber im DD nicht. Was auf Drive Control hierauf? Oder geht das auch nicht? Alle. Hier Drive Control.
Von was träumst du nachts? Hat er vergessen. Willst du erstmal wissen, was ich nachts träume? Warum? Nein. Nicht von Rappen nicht. Du träumst davon, auf die Gamescom fahren zu kommen. Ja, das hast du, glaube ich, erledigt. Warum? Drive Control kommt drauf. Juhu, ich bin dafür. Ich mag den Mod überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ja. Mit Leertaste erst noch rumfummeln und dann bremsen. Nee, das kannst du ausschalten. Ja. Das kannst du auf Holz stellen, dann geht das nicht. Kannst du alles einstellen dafür. Das kann ich später mal, wenn der Lenkrad hat, dann kann ich das alles einstellen. Mal gucken, wie lange das. Du musst in der Datei eingeben, Mensch. Nicht am Lenkrad. Ach so, ja, schauen wir dann mal. Ich bin sowieso gespannt, ob der Frontladerhebel lange hält. Den New Holland muss ich auch nochmal umbauen. So, dann ist schon wieder kaputt. Beim Bikewater-Skript. Nein, nicht das. Ich meinte den Mitrascher von mir. Den neuen. Stimmt. Weil der 3000 oder 2000 zu viel Kontakt hat. Die kleine Maschine, die hat 5 hier, die ganz große. Ich musste Manni nochmal fragen, ob der Lust hat, in die Fans Beifahrerskript reinzubauen. Das hätte auch schon mal was, gell? Mhm. Ja, aber dann müsste man fast alle Maschinenbeifahrerskripte anbauen. Ja. Der EKW. Dann den Unimog. Das könnten wir doch mal. Unimog kannst Mühe du machen. Nicht. Unimog hat schon. Unimog hat ein eigenes drin. Und beißt sich da so gerade mit dem Beifahrerskript. Unimog hat auch kein Beifahrerskript. Hm? Unimog hat auch kein Beifahrerskript. Doch, das heißt Passenger bei denen. Hab ich nicht mehr das? Hm? Bei einem Unimog kannst du nicht mit. Doch. Wenn du jetzt hinsetzen würdest, würde das gehen und Fracking ist auch. Das ist der Passenger Beifahrerskript, heißt das bei denen. Passenger. Ich habe nicht nachgeguckt, ich wollte ja das hinbauen. Und das hat nämlich nicht funktioniert, was ich eingebaut habe, Mark. Okay. Machst du noch weiter oder willst du erstmal wieder häckseln hier? Ja, das reicht jetzt erstmal. Bist du voll? Na klar. Nein. Krieg das hier nicht hin. Auto, warte mal noch. 12% gleich noch, bleib stehen. Bleib stehen. Warte, noch? Ja, ich schmeiß dann nur 10 km/h hinterher. Jetzt Pickle. Ey, die ersten 5000 sind schon fast drin, da fängt erst die Partikelsystem an. Nur wie schnell das rausgeht. So, Baumstümpfe sind auch alle weg. Habt ihr alles weg? Ja, auf der 88 halt, ne? Jetzt wird gehäckselt. Wir lassen schon drinnen. Jetzt habe ich 50%. Okay. Ich habe noch 30% drin. Wie geht denn da rein? 38, ne? Glaube, ja. Wirst du gleich sehen. Ist ja gleich leer. Noch 11%. Da geht sogar mehr als 38 rein. Bin leer. Also laut 40.000. Goldi hat der CR 97 aber 11.500 Liter Kontankkapazität. Der 7.9 hat laut vorhin Prospekt, was ich hatte, 9.500. Ich habe gerade auch eins vor der Nase, der hat 11.5. Der neue hat 11.5 drin, soweit ich das ja, weiß. Ja, der neue, aber ja. Das ist ein alter. Nein. Meinst du? Yep. Weil, ja, weißt du, dass das Version neu ist? Optische Unterschiede. Muss hier mal die Bilder angucken. Von der alten zu der neuen Serie. Bin kleine, aber feine optische Unterschiede zwischen. Warum hat denn der 10 Punkt irgendwas? Genau, die gleiche. So, Quatsch. Ich hab keine Ahnung. Maschine, aber größten den gleichen Dank, das ist doch Quatsch. Aber kannst du doch gleich den großen Kunden, den kleinen Kunden. Da hast du genau den gleichen Dank und bezahlst weniger für die Kiste. Na
Hat ja nichts unbedingt mit dem Tank zu tun, hat ja auch was mit. Ja, okay, im echten Leben halt was mit Durchsatz zu tun, im Spiel mit dem Schneidwerk von der Größe her, was da dran knallen kannst, ne? Sache, das 28 Meter, was mit Motorhaus gibt, das brauchen wir noch. Ne, und den 50 Meter auf Stehmaschine. Und das Camper 2020. Besser wird dann. Mindestens. Und dann noch ein Shuttle-Bunker mit einer 1 Million Kubik, ne? Ja. Der Drescher braucht aber auch eine Mille. Und dann. Da stellt sich jeder 5 Mähdrescher auf dem Hof, ne? Das heißt, ja, nee, haben wir du kannst bungern. Haben wir ein paar Fußsorten mehr, ne? Cosplay, 20 Züge erstmal reingehangen und eine Abfahrt. Da bist du nur noch am Überladen. Den musst du erstmal vollkriegen, Junge. Oh, das kriegst du schnell hin. Ertragsmod rein, den auf hochgeschraubt, einmal rum um den Bantico auf der einen Fläche und dann voll die Kiste. Oh, das gibt aber Geld. Kannst du erstmal 2 Millionen miese machen. Mark, hast du morgen frei? Aber hast du gemacht Anfang. Ah, dann. Weil du noch da bist, dann ist es meins. Hab ich schon gewohnt. Hey, meinst du dann auch gleich Feierabend? Ne, ich war auch gleich gehen. Ja, ich werde mich auch jetzt gleich wieder verkrümeln. Ich kann zwar lange schlafen im Gegensatz zu euch, aber das reicht mir auch nicht. Ich kann nur lange schlafen. Hast du spät? Ich hab spät, ich war heute noch immer. Ja, ich habe auch spät. Ich fange mal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich fange erst um 15 Uhr fange ich erst an. Da arbeite ich gerade mal eine Stunde und 15 Minuten. Ja, dafür muss ich aber auch bis 11, ne? Ja, müsste ich ja nicht bis 10:30, aber ich gehe um 10. Ja, passt doch. Ja, ach. Ich arbeite, bis wir keinen Bock mehr haben. Also meistens bis 2:30. Um 3 anfangen und um 4 aufhören. Nee, um 2 fange ich schon an. Ja, dann bis 2:30, ne? Weiß ja, da ist auch nur eine halbe Stunde Pause mit drinnen, ne? Nee, bis 2:50. Nee, der muss ja die halbe Stunde Pause noch irgendwo machen, ne? Ja, richtig. Na gut, dann macht er bis 40. 10 Minuten arbeiten, eine halbe Stunde Pause. 4:32. Meins. Ach nee, das war 3:21 meins. Du wurdest doch voll der Anhänger. Ja, aber das 1 kommt irgendwie nicht. Ey, wie viel hast du da schon drin gegeben, den Bunker bei mir? Ein Anhänger. Nice. Ja. Oh, okay, das ist die Fettmühle, ey. Müssen wir mal den Preis erholen lassen, oder? Also ich hab jetzt nur 2%, soll ich mich abmachen oder willst du die nicht? Ja, mach weg. Mach weg. Gut. Wollen wir mal rechnen, wo der Preis war? Wie sieht überhaupt der Preis aus? Na, wer mag Schnitzel verkauft? Von 1.100 zum 1.200 bei 400. Ach ne, hier ist der Scheiß. Junge, da gibt er richtig Geld. Für Hafer gibt das ja richtig Geld. 1.098 pro Tonne. Och, ich habe für mein Tritikale 1.000, was war's? Max, 1.400? Der ist aber auch leicht gesunken. 1.294 noch. Ne, ich habe ja abgekippt. Ich hab glaube 70.000 habe ich rausgekriegt. Ja, 230 Euro für eine Tonne Schwein. Mhm. Und Rind ist umsonst. Nee. Musst du gucken. Ach so, da hinten. Beim Lidl 500, ja, beim Lidl, gerade beim Lidl höhere Preise. Wie willst du das denn? Ich habe ja auch große Nachfrage. Ich habe über 300 Stück noch in meinem Stall stehen. Ja, wie glaubt das denn, dass es beim Lidl ordentlich Preise für Fleisch gibt? Öfters mal. Wenn Nachfrage ist, wenn Sascha was auf den Grill schmeißen will. Hier ist auch ein Lidl-Verbot. Wollen nicht mal Mist einmal platzieren beim Haufen von Laden kippen? für die Franzosen. Kannst du mal erzählen, wir haben ein neues Zwischenlager eingerichtet. 134.000 Liter hat Schnitzel. Benutzt da jemand ein Lenkrad? 134.000. Und ja, 134.000, das ist du gut. Und ach, ich tu mal kurz auftanken, Marc, dann komme ich wieder hoch. So. Goldi? Hast du zufällig gerade noch vor Augen, was bei meinen Hackschnitzeln heute rumgekommen ist?
Habe ich nicht vor Augen, das habe ich in der Datei drin. Okay. Kannst du mir da, ja, ich wollte jetzt abhauen, mir da eine WhatsApp schicken, wie viel das ist? Es ist schon ein bisschen. Das wäre nett. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, bevor du gleich abhaust, könntest du da direkt mal bitte eine Anschaffung von machen. Und zwar den Liebherr-Teleskoplader und eine Schaufel für den Teleskoplader, dass ich die Biogasanlage weiter füttern kann, die kleine, und mich ums Holz da oben kümmern kann. Dankeschön. Ja. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Jungs. Bis demnächst. Du, Goldi. Bei dir auf dem Hof schleichen Leute rum. Die fahren mit dem Anhänger direkt in der LKW rein. Ich mach mal ein Beweisfoto. Mach mal ein Foto. Und am besten noch, nimmt der Schrotflintenmod an, da schießt er noch klein. Ich hab eine Kettensäge. Ja, dann pass auf. Schneide Reifen durch. Da werde ich nicht gegen. Jetzt fährt auch noch ein Anhänger los. Was möchtest du dann? Das sieht so komisch aus manchmal, diese Connection-Probleme hier. Marcel sagt auch vorhin, er steht am wie heißt das? Am Flug. Und er stand aber nicht im Flug, sondern in seiner Fahrzeughalle drinnen. Ich sag, bei mir stehst du hier drinnen. Habe ich ihm sogar ein Foto geschickt. Wieso haben wir eigentlich nur eine Stielkettensäge? Amet. Haben wir schon was Gutes, ne? Skana. Ne, der größte Scheißdreck eigentlich. Ich möchte gerne McGoloch haben, die finde ich so geil. Ne. Die will der Mark nicht haben. Ne, eine ordentliche Dolma muss her. Nein, noch 12 Minuten, Sascha, spätestens, dann gehe ich Bett. Oh, in 12 Minuten haben wir 52 Minuten Videos voll. Siehst du? Oh, ich glaube, ich gehe heute auch mal Zadi nach dem Bett. Oh, hast du eigentlich dem Typen geschrieben, ne? Wen habe ich geschrieben? Den Typen. Welchen Typen? Dem Philipp. Nö. Ich auch nicht. Kann doch Personalchef machen, das ist seine Arbeit. Bestell. Ja. Ach, genau, das ist nicht keine Zeit mehr für mich. Ich werde alt, glaube ich. Also, gestern wollte ich noch mal eben kurz Fernsehen gucken, da war das bis 3:30. Hast die Hütte wieder voll? 70, ja. Klar, 80. Auf der Seite kommt was raus. Aus dem Felde. Warte noch bis vorne, wenn ich vorne bin. Ja, ich habe ja schon den Tempomatik reingeknallt. Weißt du, was man hier noch auf die Kabine packen müsste? Irgendwie eine Zigarettenschachtel oder irgendwas. Oder eine Sinalco, die erfrischt. Warte, bleib stehen. Immer noch das, was ich auch aus Versehen gesehen habe. Wen gehört das Feld überhaupt gar keine? Das hier hinter? Ja. Das meine ich noch. Das gucke ich mir morgen, wenn ich Geld habe. Das sind deine Flächen, also da kannst du ja rumsehen, wie du lustig bist. So, jetzt kommt wieder meine Königsdisziplin, rückwärts fahren. Erstmal Tür aufmachen. Ist es dir warm? Nö, was gucken, wie du das richtig machst. Ja, ausnahmsweise mal. Also diese Hupen, ne, die regen mich voll auf. Da muss ein LKW die von Rheinland nehmen. Da muss eine dicke Hupe rein. Amme, ne, Max? Können wir uns nicht darüber beschweren, Jo.
Lass ich schon anhören. Lass ich schon reinziehen, die Hupe. Okay. Warte mal, ich fahre nochmal ein Stück näher ran. Was schon? Das sieht aber nass aus. Jetzt. Mit so einem Teil muss man mal Treckerprüfung machen, mit so einem Anhänger. Ach, falscher Knopf, der war das. Jetzt sind die wieder am Haufen. Jo, klar. Ja, klar, muss alles geben, den Scheiß, ist so viel zu viel. Wie viel haben wir schon drin? 107.000. Scheiße. Und nur kann man nicht mal der Hälfte tritt weg, ey, Scheiße. Wer hätte nicht so viel Gülle raufballern sollen und Mist und Altöl von Marcel oder so. Mark hat drauf gewichst, Mensch. Ich sehe das schon, ich muss das Video wieder schneiden. Das bleibt so. Das bleibt alles so. Unrated, da kommt, mach ich eine 18er Version draus. Jugendschutz. Ey, es ist im Ernst, denke dran. Der Staubsauger sein. Ja. Mal wieder saugen. Ihr sollt mich doch nicht stören, wenn ich in meinem Zimmer staubsauge. Oh, so gefeiert die Leute da. Oh, der letzte Teil, der hat mich echt enttäuscht. Oh Mann. Hör mal, ist jeder für immer mit mir. Junge, Blinker geht rauf hier. Wie voll. Na voll. Der voll kann doch nicht 3 Meter schon voll sein. Nein, das ist doch vorhin beim Maistrasch dabei sein können. Da wollte ich noch nicht mal der Hälfte runter, dann war ich schon voll. Der hat alle paar Minuten abfahren. Weiß es schlimm doch mir. Musst du mal gucken, Sascha. Das erste Silo, was da drin ist. Das war Feld. 76. Das war alles da drauf. Müsste man gucken. Och, nö. Bitte? Hm? Aber bitte jetzt die Maispreise nicht kaputt. Nee, Marc. Das sammle ich. Weil ich habe immer noch meine 400.000 oder so Mais drin. Marc, ich habe bei den Hackschnitzeln habe ich das diesmal genommen, weil ich das ja auch nicht einsehe, dass jeder dann eben sein Erb jeder macht, also du hast ja einmal gemacht, Christian hat ja, und dann möchte ich ja das Oma haben, das volle. Ja, okay. Gemacht. Weißt du, was wir gemacht haben? Was? Ich und Max, wir haben erst meins gemacht, dann haben wir von Dant eins weggefahren, dann haben wir deins alles weggefahren und dann Dant sein Rest. Weil das die einzige ja, wir waren nur eine oder zwei Fänge, oder? Zwei. Und bei dir LKWs. Wir haben uns hier LKWs von Christian ausgeliehen. Da braucht man nämlich nur einmal von. Ja, wenn 60 Kubik reingehen. Weil wir haben bei Band, wo wir 4 oder 5 Mal gefahren war. Ja. Wurde dann bei einer Stroke angelaufen. 50% schon wieder im Anhänger. Machst du hier das Filterladen noch fertig, Marc, oder? Ja, gucken wir mal. Hast du die Kiste aber ordentlich abgeschmiert? Oh, die Festbeleuchtung an. Mach die aus, ist so hell. Ey, das ist Festbeleuchtung. Hinten und sogar durch Standardlicht. Riesen. So muss alles aussehen.
Leck! Ups. Wir ein bisschen von der Bahn abwickeln, ne? Ja, aber die drei Hügel müssen hier jetzt Panzer rausrufen, oder was? Nee, klar. Doch, so einfach das Kraut oben abgemacht haben, war es das. Einreihen müsst ihr vorne. Hm? Einreihen müsstet ihr vorne, ihr Pfeil. Nee, das hat schon mit der Kartoffel nicht dazu tun, aber. Einreihen, alter Schwede. Da bist du aber ewig am Überladen, da bist du mal ein Wagen von das. Beim Keiler. Was hat der denn für eine Arbeitsbreite? Das Ding, was ich jetzt dran habe? Nee, der Rot, der von Grimme. Genau, nur. Musst du die größere Version nehmen, die aufklappt. Ach was. 3 Meter, das schafft schon was. Oh, das war der falsche Lenkung. Oh, 1 Uhr schon wieder. Wir machen gleich Schluss.